Anna, denkst du bitte daran? Heute nach der Schule haben wir einen Arzttermin. Wir treffen uns direkt da bei dem Friseur, okay? Ach so, da neben der Kirche? Genau. Ja, ich denk dran, Mama. Bis nachher. Bis Tschüss. dann. Dave, also ich treffe mich jetzt hier mit meiner Okay, soll Mama. ich noch Ich hab warten oder noch. kann ich los? Nee, kannst los. Wir Okay. sehen uns morgen. Ja. Lass dich noch schnell drücken, Alles Dave. klar. Mach's gut und viel Und Spaß. denk dran, morgen erste Stunde frei. Ja, ciao. Wann kommt Mama denn wohl? Jetzt warte ich doch schon hier ein paar Minuten. Boah, ich bin auch echt kaputt von der Schule. Ich setz mich einfach hier hin. Die wird schon gleich kommen. Hä, das ist doch Mama. Mama! Wo will die denn hin? Hä, sie hat doch gesagt, hier vorm Friseursalon. Hallo? Jetzt biegt sie da hinten auch noch ab. Mama, wo willst du denn hin? Habe ich irgendwas falsch gemacht, dass Mama mich ignoriert? Och Mann. Ach, dann laufe ich jetzt einfach hinter ihr her. Vielleicht hat sie mich nicht gesehen. Mama, warte doch. Oh, hat die denn irgendwas auf den Ohren? Hört sie mich denn nicht? Ich bin wirklich spät dran, aber wo ist Hannah denn? Wir wollten uns doch hier treffen. Oh, nicht, dass sie das schon wieder vergessen hat. Ist sie jetzt etwa nach Hause gegangen und wir haben uns verpasst? Oder hat sie das vielleicht falsch verstanden und wartet im Friseurladen? Ich guck mal eben nach. Vielleicht ist sie ja wirklich drin. Hier drin keine Spur von Hannah. Ach Mann, irgendwie habe ich Mama jetzt verpasst. Ich bin um die Ecke gelaufen und dann habe ich sie schon wieder nicht mehr gesehen. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich schnell noch was erledigen und komme dann gleich hier zu unserem Treffpunkt. Ach Mann, wir sind schon so spät dran und Mama versteckt sich vor mir, das ist doch nicht lustig. Ich dachte echt, wir wollten uns hier treffen, vorm Friseursalon, aber vielleicht habe ich es doch falsch verstanden und sie meinte irgendwie auf der anderen Seite der Kirche und ist deswegen dahin gelaufen. Vielleicht schaue ich da doch noch mal. Oh Mann, echt nervig. Warum hat Mama mich nicht direkt in der Schule abgeholt? Also hier im Friseursalon, da ist sie nicht. Und hier vor dem Laden auch nicht. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Sie ist doch sonst auch immer so zuverlässig. Vielleicht musste sie ja länger in der Schule bleiben und sie ist noch da. Also hier ist Mama eben um die Ecke gelaufen und dann habe ich sie nicht mehr gesehen. Vielleicht gehe ich einfach noch ein paar Meter in die Richtung und sie wartet da irgendwo. Wenn ich Mama jetzt nicht gleich finde, dann gehe ich nach Hause. Und ausgerechnet heute habe ich mein Handy zu Hause vergessen. Hä, da ist sie. Mama, da bist du ja. Hallo, halt. Oh, jetzt bleib doch mal endlich stehen, Mama. Wo willst du denn hin? Hier bin ich doch. Huch, kann ich dir helfen, mein Kind? Du bist ja gar nicht meine Mama. Nein. Du siehst aber genau aus wie meine Mama. Ach, wirklich? Also, ich bin zwar eine Mama, aber eine Tochter habe ich nicht. Ich habe nur einen Sohn. Also, wenn Hannah jetzt wirklich noch in der Schule ist, dann kann ich ihr vielleicht entgegenkommen. Ich werde zur Schule gehen. Normalerweise geht sie immer von der Schule hier an der Kirche vorbei. Da werde ich jetzt auch lang gehen. Oh, und wenn sie da jetzt ist, dann fresse ich einen Besen. Ach, Mama, da bist du ja. Ach, da ist sie ja. Aber wer ist denn die andere Frau? Eine Lehrerin vielleicht von ihr? Mama, ich habe dich schon überall gesucht. Ich habe schon da hinten gewartet und dann bin ich dieser Frau hier nachgelaufen, weil ich dachte, du wärst Ach das. so, ich habe dich auch überall gesucht. Ich habe dich nirgends gefunden. Sieh sie dir doch an, das ist deine Doppelgängerin, Mama. Stimmt, Hannah, wir sehen uns wirklich ziemlich ähnlich. Die Haare, das weiße Oberteil, selbst die Handtasche habe ich. Also das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich eine Doppelgängerin getroffen habe mit demselben Schuhen, derselben Hose. Oh, wir sehen uns wirklich zum Verwechseln ähnlich. Also ich muss wirklich sagen, Sie haben einen außergewöhnlich guten Geschmack. Diese Handtasche, die ist wirklich fantastisch. Das finde ich auch, die ist super. Ach, das ist ja noch mal gut gegangen. Ich freue mich, dass du deine Mutter gefunden hast. Einen schönen Tag noch. Ebenso. Wir müssen leider los. Wir haben einen Termin. Tschüss. Tschüss. Tschüss, du Doppelgängerin. Oh Mann, das war ganz schön aufregend. Ich dachte, du läufst schon mal weg, Mama. Nein, ob hier wohl auch noch eine Doppelgängerin von dir rumläuft, Hannah? Hier irgendwo haben wir da auch noch das Zeichenpapier. Ist das das hier? Emma, kann ich dir weiterhelfen? Suchst du irgendwas Bestimmtes? Ja, wir wollten malen, Hannah und ich. Und jetzt suche ich Stift und Papier. Ach so, dann sag doch was. Hier ist der Stift, da ist das Papier, dann könnt ihr ja direkt loslegen. Oh, super, Mama. Und das ist auch noch so ein großes Papier. Da können wir ganz viel drauf malen. Aber nur ein Stift? Emma, was soll ich dir malen? Hast du schon eine Idee? Du sollst ganz viele Schneeflocken malen und einen Schneemann, bitte. Als erstes die Schneeflocken. Schau mal, gut? Und jetzt der Schneemann. Der ist schon fast fertig, nur noch ein paar Knöpfe. Und Emma, wie gefällt dir das, was ich gemalt habe? Oh, das sieht spitze aus. Schneeflocken und ein Schneemann. Genau so wollte ich das haben. Hey, ihr beiden, was macht ihr da? Und warum habt ihr mir nicht Bescheid gegeben? Ach, ihr spielt immer alleine.
Julian, wir malen, aber das hätte dich doch sowieso nicht interessiert, oder? Ja, ich weiß ja nicht. Oh, was ist das denn für ein Bild? Oh Mann, wer braucht denn bitte sowas? Kannst du nicht gucken, Julian? Das ist ein Schneemann und Schneesterne. Aha. Schneeflocken, ja. Also ganz ehrlich, zum Glück habt ihr mir nicht Bescheid gegeben, weil das ist ja total langweilig hier mit Stiften malen und so. Das ist ja gar nicht mein Ding. Oh Mann, wie langweilig. Julian, man kann auch mit anderen Sachen malen, zum Beispiel mit Wasserfarbe oder mit Kreide oder mit Ölfarben, Acrylfarben. Hanna, stopp. Also noch langweiliger geht's ja nicht. Aber mir fällt gerade ein, ich hätte mal einen Jungen gesehen mit Sprühdosen oder so. Und das könnte ich doch machen. Macht's gut, ihr Langweiler. Ich habe was Besseres zu tun. Oh Mann, Julian kann sich mit nichts zufrieden geben. Der muss immer alles besser machen als wir. Hatte Papa nicht auch mal so Sprühdosen? Damit hat er ja doch einmal hier so eine Wand angesprüht. Oder haben wir die noch? Ich weiß nicht, sollte mal vielleicht nachgucken. Es darf mich auch keiner sehen, dass ich hier in die Garage gehe und eine Sprühdose hole. Wow, ist denn schon wieder Nacht? Warum ist es denn so dunkel hier? Wo ist denn der Lichtschalter? Hallo? Tada! Da ist das Ding. Und damit werde ich jetzt irgendeine Wand vollsprühen. Tür ganz schnell wieder zu, damit keiner merkt, dass ich hier drin war. Wo soll ich das denn jetzt machen? Also hier im Haus wird ein bisschen schwierig. Das sieht doch Mama und Papa. Das sehen die doch direkt und kriege ich direkt wieder Ärger. Aber was ist das denn überhaupt für eine Farbe? Also die Sprühdose ist blau. Ist das dann auch eine blaue Farbe, die hier rauskommt? Mal probieren. Oh, okay, es ist auf jeden Fall blau, aber... Och nö, jetzt ist die Farbe hier auf dem Boden. Ich hoffe, die geht hier raus. Wie könnte ich das denn machen? Ah, natürlich, wenn ich Essen runterfallen lasse. Einfach mit den Füßen verwischen ein bisschen hier mit den Schuhen. Du. Perfekt, wie neu. Man könnte jetzt glatt hier vom Boden essen. Wobei, nee, würde ich lieber nicht machen. Okay, also diese Sprühdose funktioniert auf jeden Fall. Da kommt blaue Farbe raus. Aber wo sprühe ich das denn jetzt hin und mit was? Oh Mann, klasse, warum bin ich nicht schon viel vorher drauf gekommen? Ich könnte ja draußen an die Wand was dran sprühen und dann wird dieses Haus ein Denkmal. Ja, genau. Oh, klasse, hier ist es perfekt. Zwischen Haustür und Garage. Hier werde ich irgendwas hinsprühen. Aber was? Das ist die gute Frage. Also ich kann nichts malen. Ich kann eigentlich nur eine einzige Sache. Ja, genau, das mache ich. Natürlich. Weil wenn ich das jetzt dahin sprühe, dann weiß jeder, dass ich das war. Der wahre Künstler Julian Vogel. Okay, wo muss ich nochmal anfangen? Links oder rechts? Ich glaube links. Okay, die Hälfte habe ich schon mal. Das sieht ziemlich gut aus. Oh Mann, ich glaube, Mama und Papa, die werden nicht schimpfen, sondern die werden sich, glaube ich, freuen. Ja, das werden die. Jetzt nur noch hier oben und ich glaube, dann müsste ich eigentlich fertig sein. Oh, perfekt. Ich glaube, dieser Picasso hatte das nicht besser gemacht als ich. Oh, ich hoffe, ich habe mich auch nicht verschrieben. Oh, ein richtiges Kunstwerk ist das. Julian, was? Julian, du hast hier die Wand voll geschmiert? Sag mal, Julian, bist du total verrückt geworden? Ich komme hier jetzt von meiner langen Schicht und dann sowas, das ist nicht dein Ernst. Gib mir sofort dieses Ding. Hey, Papa, sofort her damit. Also, unfassbar. Sag mal, Julian, wie kommst du auf die Idee, deinen Namen hier auf unsere Wand zu sprühen? Wie? Aber, Papa, ist das nicht cool? Ja, sehr cool sogar. Oh Mann, dieser Junge. Also, Papa, ich dachte mir einfach nur, wenn ich jetzt hier meinen Namen hinschreibe, ihr könnt natürlich auch gerne euren Namen hier draufschreiben, dann weiß jeder, dass ich hier wohne. Dann brauchen wir auch kein Klingelschild mehr. Ja, genau deswegen habe ich das gemacht. Ja, Papa, genau. Und außerdem, Papa, das ist ein echt schönes Andenken. Vielleicht wird das ja mal irgendwann ein Denkmal. Und dann kommen hier Touristen und machen Fotos. Und dann stehe ich davor und dann werde ich berühmt. Willst du nicht, dass ich berühmt werde, Papa? Julian, weißt du was? Ich will davon nichts mehr hören. Ich will nur noch, dass du das hier wegwischst und dann war's das hier. Schnell weg damit, bevor das deine Mutter noch sieht. Und Julian, beeil dich bitte, weil wenn diese Farbe hier trocknet, dann müssen wir das überstreichen mit weißer Farbe. Und dafür habe ich jetzt keine Zeit, also beeil dich. Oh ja, Papa, ist ja gut. Ach, das ist sowas von unfassbar. Also man kann diesen Jungen nicht mal eine Minute aus den Augen lassen. Oh Mann, typisch Julian. Und Papa, gut so. Oh Mann, weißt du was, du hast keine Ahnung von Kunst. Und außerdem, du willst, glaube ich, gar nicht, dass ich berühmt werde. Du bist sowas von fies. Julian, nicht reden. Putzen. Das kannst du gut. Oh ja, ist ja gut, Papa. Aber du kannst mir auch mal helfen. Also du stehst da die ganze Zeit nur und sagst nur, Julian macht dies, Julian macht das. Du kannst mir auch mal helfen. Julian, ich bewege mich hier nicht von der Stelle. Du machst das alleine. Du hast das hier fabriziert, dein Kunstwerk, und das kannst du jetzt selber wieder schön wegmachen. Los, beeil dich. Ich bleib die ganze Zeit hier, bis das weg ist. Und wenn es 3 Tage dauert, das ist mir egal. Ach, hier wohnt also der Julian Vogel. Ja, wenn das die richtige Adresse ist, die mir Nils gegeben hat. Also das Haus passt ja irgendwie gar nicht zu diesem Jungen. Sieht ja ziemlich schick aus. Ich bin mal gespannt, was sie zu meiner Offerte sagen werden hier, zur Luxusvilla, mit meinem Koffer voll Geld. Also da können sie eigentlich nicht Nein sagen zu diesem Angebot. Naja gut, ich sollte keine Zeit verlieren, weil Zeit ist Geld. Hallo, ist jemand da? Oh Gott, die machen ja tatsächlich selber die Tür hier auf. Naja gut, jetzt muss ich all meinen Charme spielen lassen, damit ich mir diese Luxusvilla hier kaufen kann. Guten Tag, kann ich Ihnen weiterhelfen? Mein Name ist Erik Eitel. Aha, und was möchten Sie?
Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Also wenn Sie ein Vertreter sind, wir möchten nichts kaufen. Ach, so klappt das nicht. Verehrte Dame, ich kenne Ihren Sohn, Julian Vogel, zufällig. Und den kenne ich aus der Kita. Den wollte ich hier mal ein bisschen besuchen, ja. Ach so, ja gut, dann komm mal herein, Erik. Ach, ein sehr, sehr schönes Objekt, diese Immobilie. Es könnte eigentlich mein Ferienhaus hier werden. Vielen Dank, Erik, das ist wirklich sehr nett. Wir haben uns große Mühe gegeben, hier unser Haus einzurichten. Wir wohnen auch erst seit einem Jahr hier. Aha, aha, interessant. Oh, ich bin so frevelhaft. Wie heißen Sie denn, junge Dame? Junge Dame? Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber ich könnte wahrscheinlich deine Mutter sein. Ich bin Claudia, Julians Mutter. Claudia, welch ein schöner Name. Benutzen Sie etwa Aloe Vera Handcreme? Naja, egal. Ich habe mich bereits ja schon vorgestellt. Mein Name ist Erik Eitel. Madame Claudia, darf ich Sie vielleicht kurz etwas fragen? Was machen denn diese Tassen hier auf dem Tisch? Also, das sieht ja nicht sehr gut aus. Halten Sie hier keine Ordnung im Haushalt? Erik, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, aber die Tassen bleiben hier auf jeden Fall nicht immer stehen. Die kommen in die Spülmaschine. Nun gut, wenn es so sein soll, wo befindet sich denn der Herr Vogel? Also, Julian, ich meine Julian. Ach, Julians Zimmer, das ist oben. Stimmt, du warst ja noch gar nicht hier. Also, oben und dann links. Nun gut, vielen Dank, Claudia. Ich werde mich jetzt temporär von Ihnen verabschieden. Wir sehen uns dann später. Ich werde den Weg alleine finden. Ja. Vielen Dank. Okay. Was für ein seltsamer Junge. Und der war bei Julian in der Kita? Der hat einen erwachsenen Körper, aber spricht auch erwachsen, aber irgendwie ist er doch ein Kind. Ich bin total verwirrt. Das ist hier das Badezimmer. Ja gut, eine Dusche, eine Badewanne. Ja, könnte man vielleicht noch mal ein bisschen renovieren, aber das ist okay. Und das hier muss eigentlich eine Abstellkammer sein. Wobei, ich glaube, das ist tatsächlich ein Kinderzimmer. Oh Gott, wie klein. Also, so groß ist mein Kleiderschrank, beziehungsweise mein Kleiderzimmer. Oh Gott, sogar ein Kaninchen hier im Zimmer. Sag mal, hast du keinen eigenen Stall oder irgendwie sowas? Oder einen Bauernhof, wo du leben könntest? Also hier im Zimmer? Nee. Ja los, komm mal, lass dich streicheln, du haariges Wesen, du. Ich kauf dir einen Bauernhof. Na, schnupperst du an meiner Hand? Ja, das ist das neue Parfum. Au, ey! Warum denn so aggressiv? Ich habe dir nichts getan und ich habe dich auch nicht beleidigt. Du wirst von meinem Anwalt hören. Wie diese Menschen hier hausen. Einfach unfassbar. Apropos unfassbar. Ich sehe wieder richtig gut aus heute. Es lohnt sich wirklich, dreimal täglich zum Friseur zu gehen. Also, meine Haare sehen einfach phänomenal aus. Ach, da ist der junge Mann. Julian? Julian Vogel? Nicht jetzt, ich spiel... Erik? Sag mal, was machst du in meinem Zimmer? Sag mal, wer hat dich hier reingelassen? Und bitte sag mir nicht, Nils ist hier. Oh, bitte nicht. Nein. Der Nils, der ist nicht da. Wobei ich mir das eigentlich wünschen würde. Ich glaube, der ist beim Friseur. Ich glaube, der hat heute seinen vierten Termin schon. Nein, ich brauche deine Hilfe, Julian. Nee. Du bekommst meine Hilfe nicht. Die Kita bleibt da, wo sie ist. Und du kannst sie nicht kaufen. Das geht nicht. Tut mir leid. Ach, Julian, von diesem Objekt habe ich mich schon längst verabschiedet. Na, also, es ist viel zu klein für mich. Ich hab da was anderes im Sinn. Wie was anderes? Nee, ich helfe dir auch nicht, eine andere Kita zu kaufen. Nein, Julian, auch keine andere Kita. Also es geht einfach nur darum, dass ich hier euer Haus kaufen möchte. Diese Luxusvilla. Und, naja, wie soll ich sagen? Mein Koffer voller Geld wird mir da, glaube ich, schon mächtig helfen. Oder, Julian? Erik, das kannst du vergessen. Nein, du darfst erst recht dieses Haus hier nicht kaufen. Ich bin erst neu in diesem Zimmer und ich will nicht ausziehen. Erik, tut mir leid, das ist mir egal. Du weißt ja, wo die Tür ist. Tschüss. Julian, warte doch. Riechst du das? Riechst du diesen Koffer voller Geld? Schau doch mal, Julian. Nein, Erik, das... Wow, das ist ja echt eine Menge Geld. Oh Mann, das kann ich ja gar nicht zählen. Oh Mann, so viel Geld habe ich ja noch nie auf einmal gesehen. Damit könnte man sich wahrscheinlich nicht nur eine Zuckerwatte kaufen, sondern zwei und vielleicht sogar ein zweites Skateboard. Oh Mann. Oh, wie machen wir das nur? Weißt du, wo das richtig gut aussehen würde? In meiner Spardose. In meiner eigenen Spardose. Da wäre das richtig gut. Und du hast recht, wie das riecht. Ah, ich wusste es doch, Julian. So, und jetzt kannst du mir bitte helfen, diese Luxusvilla zu kaufen oder in deinem Fall zu verkaufen. Ja, kein Problem. Hauptsache, ich krieg ein bisschen Geld hiervon. Da kann ich mir bestimmt Zuckerwatte kaufen für ein oder zwei Tage. Oh Mann, das wird super. Gut, Julian, gut. Also, du musst nur mit deiner Mutter sprechen. Überzeug sie doch bitte, dass dieses Objekt hier für mich irgendwie geltend gemacht wird. Hä, was erzählst du da? Willst du es jetzt kaufen oder nicht? Ja, Julian, das meine ich. Ja, gut, ist ja gut. Okay, ich muss mich konzentrieren. Also, ich muss jetzt so richtig meinen Charme spielen lassen. Und dann sagt man bestimmt, ja gut, Julian, wenn du es willst, dann verkaufen wir dieses Haus. Ja, das wird klappen.
Hey, Mama! Hallo Julian, na? Habt ihr Spaß da oben? Ja, klar! Du, Mama, du siehst ja richtig fresh aus heute. Aber ich wollte dich eigentlich nur was fragen. Wie sehe ich aus? Fresh? Ja, ich bin frisch geduscht. Was gibt's denn? Hast du irgendwas auf dem Herzen? Mama, es ist was ganz, ganz Wichtiges. Wir müssen unser Haus verkaufen. Auf jeden Fall. Wir müssen die Luxusvilla verkaufen. Es geht nicht anders. Es muss. Wieso? Wir sind doch gerade erst eingezogen. Wir haben uns hier das richtig schön gemacht. Neue Möbel, neues Badezimmer. Ihr habt neue Kinderzimmer bekommen. Ich find's toll. Gefällt dir unser Haus nicht? Doch schon. Das Haus gefällt mir. Aber Mama, wir würden dafür richtig viel Geld bekommen. Warte, ich sag's dir. Also, Madame Vogel, was sagen Sie zu meinem Angebot? Mama, sag ja, guck doch mal, wie viel Geld. Mama, damit können wir uns Zuckerwatte kaufen. Bis übermorgen, ja. Aha. Erik, woher hast du so viel Geld? Lass mal sehen. Also irgendwie kommt mir dieses Geld nicht echt vor. Das fühlt sich seltsam an. Nicht so wie richtige Geldscheine. Erik, kann es sein, dass das kein echtes Geld ist? Ist das vielleicht Falschgeld oder Spielgeld? Also Frau Vogel, so nicht. Also so möchte ich nicht mit ihm verhandeln. Das ist doch keine Basis. Her damit. Ich muss mich leider verabschieden. Tut mir leid. Dieses Objekt ist nicht mehr interessant für mich. Wenn Sie mein Geld nicht haben wollen, dann nicht. Julian, also ich muss sagen, ich fand diesen Erik wirklich sehr, sehr komisch. Er ist ein Kind, aber doch irgendwie erwachsen. Und ich glaube, vielleicht ist er sogar kriminell. Ich bin mir sicher, dass das kein echtes Geld war. Bitte halte dich von ihm fern. Emma, das war ja letztes Mal total lustig, als du mit deinen Eltern Rollen getauscht hast und Mutter, Vater, Kind gespielt hast. Aber hast du denn nicht noch irgendwie andere Freunde, mit denen du mal spielen kannst? Ich habe nicht so viele Freunde. Ich habe noch Justin und ich habe noch Clara, aber das macht nicht so viel Spaß. Die sind nicht so cool. Dann solltest du vielleicht wirklich daran arbeiten, Freunde zu finden. Kannst du dich nicht mit irgendjemandem mal verabreden? Verabreden? Muss ich mal überlegen. Also, ich fand die in der Monsterschule mal total nett. Und ich glaube, da gibt's auch noch eine Telefonliste. Da kann man die doch anrufen. Die habe ich extra hier unter meinem Bett versteckt. Da muss auch die Nummer von Frankie drauf sein. Frankie, ich weiß nicht, wie man das schreibt und wie das aussieht. Und ich kann auch nicht so gut Zahlen lesen. Oh Mann. Aber ich weiß, wer das kann. Ich weiß, wer lesen kann. Hanna, komm mal. Hat Emma mich da gerade gerufen? Emma, ja, ich komme. Und Pia, du wartest schön hier in deinem Stall. Was ist denn los, Emma? Ich wollte jemanden anrufen, aber ich kann das hier nicht lesen. Ich suche Frankie und seine Telefonnummer. Draculena. Ach, hier steht Frankie. Ich hol mal gerade das Telefon, dann helfe ich dir, ihn anzurufen. Oh, super. So, hier haben wir es. Ich wähle und du redest. Hallo Frankie, hier ist Emma. Also die Taschengeldmumie von der Monsterschule. Und ich wollte fragen, ob wir uns nicht mal verabreden können. Ach, Emma. Ja, schön, dass du anrufst. Ich wollte heute eigentlich zum Friseur. Wollte ich mal ein neues Styling ausprobieren. Hast du nicht Lust, mich zu beraten? Oh, das wäre super, Frankie. Das mache ich gerne. Ich weiß total viel über Haare. Ich war schon ganz oft beim Friseur. Wollen wir uns dann da einfach treffen heute Nachmittag? Du, Hanna, ich bin heute verabredet. Du musst mich dann zum Friseur bringen. Ich kenne den Weg doch nicht. Okay, kann ich machen. Emma, dass du dir gerade ein Monster als Freund aussuchen musst, also ich finde den ein bisschen gruselig. Ich finde den richtig klasse. So, da wären wir, beim Friseurladen. Gehst du alleine rein? Danke, dass du mich hierher gebracht hast. Ich denke, ich werde hier vom Laden auf Frankie warten. Der ist bestimmt noch nicht da. Wir sind ein bisschen zu früh, glaube ich. Alles klar, Emma. Ich werde mal kurz ins Einkaufszentrum gehen hier nebenan. Okay. Ich hole dich dann in einer Stunde wieder ab. Gut, ich bin hier dann im Friseur. Wo bleibt der Frankie denn? Ich weiß nicht, wie spät es ist. Kann's auch nicht lesen, wenn... Oh, da ist Emma ja schon. Die ist ja aber echt pünktlich. Frankie, da bist du ja endlich. Oh Mann, barfuß, ist das nicht ein bisschen kalt? Also ich spüre eigentlich nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder? Danke, dass du mir die Tür aufhältst, Emma. Wirklich sehr freundlich. Ich bin wirklich gespannt, was mich da drin erwartet. Ich glaube, ich war noch nie beim Friseur, aber... Meine Haare wachsen auch nicht. Guten Tag, ich bin Frankie. Ich möchte mir gerne die Haare schneiden lassen. Und ich bin Emma. Ich werde seine Styleberaterin sein. Ja, genau. Ach, Emma, ja, dich kenne ich ja schon. Aber sie habe ich hier noch nie gesehen, Frankie. Sind Sie neu in Playmobil City? Ein echt merkwürdiger Mann. Ja, setzen Sie sich doch einfach erstmal kurz da vorne hin, dann geht's gleich los. So, Herr Frankie, was kann ich denn für Sie tun heute? Eine neue Frisur? Also so genau weiß ich das gar nicht. Ich war noch nie in meinem Leben beim Friseur. Ich habe extra Emma dafür. Sie weiß, was für mich gut ist. Also Sie können ja einfach verschiedene Frisuren ausprobieren, so wie Sie das auch
bei mir gemacht haben und auch bei allen anderen Kunden. Ach, dann schauen wir mal, was so zu Ihrem Typ passt und was vielleicht auch Ihre Hautfarbe ein bisschen weniger unterstreicht. Wie wäre es denn hier mit Herr Frankie? Ist das was für Sie? Da muss ich einmal kurz gucken. Ich weiß nicht. Oh Mann, nee, das sieht komisch aus, Frankie. Du siehst aus wie ein verbrannter Brokkoli am Kopf. Ganz komisch. Also ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Ich fühle mich auch ein bisschen wie heißen diese Tiere, wie ein Schaf. Na gut, dann probieren wir was Neues aus. Gar kein Problem, einfach wieder hinsetzen. Und Frankie, wie wäre es hiermit? Oh, das ist aber ganz anders. Ich sehe irgendwie ein bisschen aus, wie meine Mutter. Also ich glaube, das ist nicht gut, wenn du aussiehst wie deine Mutter. Also, obwohl, ich würde gerne aussehen wie meine Mama später, aber du doch nicht. Ich sehe wirklich aus wie meine Mutter. Aber diese Haare, die haben auch wirklich was Tolles an sich. Ist so schön warm. Na gut, dann lassen wir das mit den langen Haaren. Ich hab da noch eine andere Idee. Wie wär's hiermit? So eine Frisur habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn? Oh Mann, Frankie, du hast einen Hamburger auf dem Kopf. Das ist ja komisch. Ach, das war nur ein kleiner Scherz. Ich hatte heute keine Mittagspause und habe einen riesengroßen Hunger. Es geht gleich weiter. Also, Spaß beiseite. Ich habe jetzt eine richtig, richtig tolle Idee. Sie sehen unglaublich gut aus. Schauen Sie mal, Herr Frankie. Oh, wow. An irgendwen erinnere ich mich doch. Sieht ein bisschen aus wie Graf Spitzzahn. Ja, genau. Oh Mann, Frankie, du siehst richtig cool aus. Das steht dir von allen Sachen am besten. Obwohl, den Hamburger fand ich auch nicht schlecht. Also ich denke, so kann das bleiben. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mache Ihnen hier noch ein bisschen von meinem Wundermittel drauf. Dann hält die Frisur bombenfest. Also eigentlich ein ganzes Leben lang hält die dann. Und so wie Sie aussehen, werden Sie sich auch nicht so häufig umstylen, oder? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum es hier so komisch nach Grünkohl oder Spinat riecht. Ob der wohl zu viel davon gegessen hat und deswegen so grün ist? Ach, da seid ihr ja endlich. Seid ihr fertig? Ich warte schon. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Guck dir mal den neuen Frankie an. Den präsentiere ich dir jetzt. Oh, Frankie, kaum wiederzuerkennen. Ich finde, das ist eine richtig coole Frisur. Steht dir. Danke. Was ich noch fragen wollte, sehe ich damit auch richtig schön gruselig aus? Weil das ist ja, die Hauptsache, ja. Ach, Frankie, die sieht eher lustig aus und cool. Also Angst haben wir schon lange nicht mehr vor dir. Komm, Emma, wir müssen los nach Hause. Verabschiede dich. Ciao, Frankie. Tschüss. Vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Ja, tschüss, Emma. Ich glaube, von der Taschengeldmumie, da kann ich noch einiges lernen. Sie ist ja eine richtige Verkleidungskünstlerin. Jetzt sehe ich cool aus, aber ich wollte doch eigentlich gruselig aussehen. Ich glaube, das gibt Ärger von Molly. Julian, jetzt ist wirklich Schluss mit lustig. Komm jetzt hierher und hau nicht immer ab. Ich bin ein kleines Baby, hast du eben gesagt. Und deswegen bin ich jetzt wie ein kleines Baby und hau die ganze Zeit ab. Julian, sag mich jetzt überhaupt nicht gemein. Ich hab gesagt, du verhältst dich wie ein Baby. Du bist doch kein. Dann bin ich jetzt ein Baby. Lass den Quatsch. Oh, Steve, komm zurück. Ich will dich küssen. Oh nein, bitte nicht. Nicht mit deinem Flabbermaul. Du sabberst immer so viel. Hilfe! Hilfe, kann mir keiner helfen. Hier ist echt wieder das totale Chaos in der Kita. Was ist denn hier wieder los? Fang mich doch, Brigitte. Fang mich doch. Ich bin ein Baby. Fang mich doch. Ich bin ein Baby. Und ich möchte in die Turnhalle. Julian, jetzt bin ich wegen dir hier ins Bällebad gefallen. Was kann ich denn dafür? Also wenn du so ungeschickt bist, Brigitte, dann bist du ja vielleicht auch ein Baby. Oh, Brigitte ist ein Baby. Julian, bleib jetzt stehen. Ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit hinter dir her. Wir spielen jetzt keinen Fang. Brigitte, können wir dir irgendwie helfen? Ja, wir könnten Julian doch schnappen. Kinder, ich glaube, ihr bleibt erstmal hier im Bällebad. Ich werde mir den Julian schon so vorknüpfen können. Haha, ich bin hier oben. Hallo, Brigitte, ich bin hier oben und hier oben kommst du sowieso nicht hoch. Ach, Julian, jetzt komm sofort da wieder runter. Warum haust du denn ab? Also wenn du mich hier runterbekommst, dann hau ich halt eben nicht mehr ab. Aber wie würdest du das nur machen? Willst du mich hier runterschütteln? Julian, wenn das unbedingt sein muss, dann mache ich das. Dann muss ich aber erstmal deine Mutter anrufen, ob ich das überhaupt darf. Mach doch, erlaubt sie sowieso nicht. Ach, hallo Frau Vogel. Ja, hier ist Brigitte aus der Kita. Der Julian, der verhält sich schon wieder total seltsam. Er ist total aufgedreht und hat sich oben auf dem Klettergerüst versteckt. Und ich krieg ihn nicht runter. Darf ich ihn runterschütteln? Ja? Egal wie? Okay. Einen Wasserwerfer haben wir hier nicht. Nein, ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich schaff das schon. Danke. So, Julian, ich habe mit deiner Mama telefoniert und sie hat gesagt, mit allen Mitteln darf ich dich jetzt runterholen. Also, ich schüttle jetzt einfach. Hä? Was? Wie? Nee, bitte nicht. Hey. Hey, Brigitte, ich fall hier gleich runter. Hey. Oh, muss das denn sein? Julian, jetzt komm endlich runter.
Ja, ich komm schon runter, ich komm ja gleich runter, aber ich weiß nicht wie. Oh Mann, musste das denn sein? Wie wär's mit Klettern? So weit ist es jetzt schon gekommen, dass ich in der Kita arbeiten muss. Oh Gott, was für ein Chaos. Hier kann man doch nicht arbeiten. Hey, du da, sag mal, kannst du mir vielleicht helfen? Ich brauche Hilfe. Die Ashley, die will mich unbedingt küssen. Wie bitte? Was? Ich bin Molly. Ich bin hier nicht zum Küssen oder so, oder? Wen meintest du? Nein, ich meine dich nicht. Ich meine die hier. Die will mich küssen. Beschütz mich. Oh, Steve, hau doch nicht immer ab. Komm schon. Wehe, du wagst es, mich zu küssen. Weg mit dir. Och Mann, wer bist du denn? Bist du etwa Steves Mama? Hey, super. Vielen Dank. Bist du vielleicht eine neue Erzieherin hier in der Kita? Nein, natürlich nicht. Wobei, vielleicht doch. Anscheinend kann ich das doch sehr gut. Oh, Julian, ich hab's jetzt langsam wirklich satt. Oh, wer sind Sie denn? Wie kommen Sie hier rein? Ich bin Molly, ich bin Molly, die Erzieherin. Aha. Und ich will hier gerne arbeiten. Haben Sie sich vorher angemeldet? Ich weiß gar nicht, dass Sie heute da sind. Also Sie kommen mir wirklich ungelegen. Ich bin gar nicht drauf vorbereitet. Die Stadt hat mich auch nicht informiert. Also heute geht das leider nicht. Oh, Brigitte, kannst du mich jetzt nicht hier runterholen? Julian, komm selber. Julian? Diese Stimme kommt mir doch bekannt vor. Oh, Brigitte, soll ich jetzt hier den ganzen Tag hängen oder was? Och, Mann. Lassen Sie mich das mal machen. Den hole ich da runter. Seien Sie bloß vorsichtig. Nicht, dass sich der Junge verletzt. Oh nein, oh nein. Oh, sag mal, musste das denn sein? Naja, zumindest habe ich mich nicht so verletzt. Och, Mann. Oh, vielen Dank. Also anscheinend haben Sie ein richtiges Händchen dafür. Danke. Und, wie sieht es nun aus mit einem Job hier in der Kita? Puh, also einen Job kann ich Ihnen jetzt einfach so nicht geben, aber Sie können ja vielleicht erstmal einen Tag ein Praktikum hier bei uns machen. Du, Brigitte, also ich hätte nicht gedacht, dass du so brutal bist, also dass du mich da einfach runterschüttelst. Es hätte auch echt ins Auge gehen können. Tut mir leid, Julian, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Außerdem war ich das nicht alleine. Ich hatte Unterstützung. Guck mal. Wie, war das etwa Sarah oder Mia oder Steve oder Ashley oder... Hä? Das ist doch... Och, nö! Sag mal, was willst du denn jetzt hier? Och, Molly, reicht es nicht, dass du mich zu Hause immer nährst? Och, Mann! Sei ruhig! Sonst werde ich dich wieder erschrecken! Oh, zu wie viel Mal? Das schaffst du sowieso nicht! Och, nö, Brigitte, muss das denn sein? Julian, sie macht heute hier einen Tag ein Praktikum. Und wenn sie sich gut schlägt, dann wird sie vielleicht hier auch mal arbeiten, mich unterstützen. Und das heißt wohl dann auch, dass ich etwas Geld bekomme, oder? Ja, klar, als Assistentin. Da gibt's, glaube ich, einen Tarif für. Also auf jeden Fall gehen Sie nicht leer aus. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich hole mir meinen Kopf aus dem Bällebad nie wieder raus, wenn die hier arbeiten sollte. Julian, was ist denn mit dir los? Wie arbeiten? Wer will hier denn arbeiten? Möchtest du etwa nicht mehr, dass Brigitte hier arbeitet? Also ich finde Brigitte wirklich toll. Ich auch. Oh nein, es geht nicht um Brigitte, es geht um Molly. Die will jetzt hier arbeiten. Anscheinend ist das Monstersein nichts mehr für sie, weil sie halt niemanden mehr erschrecken kann. Kinder, kommt ihr einmal bitte zusammen? Ich möchte euch jemanden vorstellen. Ich bin Molly, das war... Nein, ich bin Molly, die Erzieherin. Und was habe ich euch gesagt? Oh Mann, darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Die wird nur nerven, sage ich euch. Und dann sind bestimmt bald hier die Monsterkumpel von ihr auch in der Kita. Die scheint doch eine nette Oma zu sein. Mhm. Also Kinder, das ist Molly. Sie ist heute hier den ersten Tag und macht ein Probearbeiten. Und Molly, jetzt wo du schon mal hier bist, kannst du mir direkt helfen. Ich vermisse ein Kind, Andreas. Keine Ahnung, wo der sich versteckt. Ah, da will sich einer verstecken. Nicht vor Molly. Wenn sich einer versteckt, dann Molly selbst. Ich bin hier, glaube ich, jetzt schon fast den ganzen Tag und mich hat immer noch niemand gefunden. Ich glaube, ich bleibe den ganzen Tag heute hier. So, runter mit dir! Wo kommst du denn auf einmal her? Wer bist du überhaupt? Warum siehst du so gruselig aus? Oh Mann! Ich hab gesagt, runter mit dir! Oh, mein Rücken! Musste das denn sein? Wo kommst du denn auf einmal her? Andreas, ist alles okay bei dir? Was ist passiert? Also ich saß da oben, also ich habe mich versteckt und auf einmal war so eine Gestalt neben mir. Sah irgendwie komisch aus. Sah so aus wie Tante Sandra, aber naja. Wie? Was? Hast du dir irgendwas... Da bin ich wieder! Oh, haben Sie sich rangeschlichen? Also erschreckend, das ist, glaube ich, Ihre leichteste Übung.
Also jetzt, wo Sie sich hier wirklich gut gemacht haben, können Sie mich ein paar Minuten vertreten. Ich muss kurz nach oben, also Ihnen gehört die Kita. Endlich, nun ist es soweit. Die Kita gehört mir. Hey, können wir was spielen? Was? Wie bitte? Spielen? Niemals! Ich finde deine Klamotten voll cool. Aber wir sind doch hier in der Kita und in der Kita, da spielt man ganz viel. Das macht man jeden Tag und wir haben heute noch nicht so viel gespielt. Also bei ihr ist es ein hoffnungsloser Fall. Versucht es erst gar nicht bei Molly. Das funktioniert nicht. Die ist ganz komisch. Ruhe jetzt! Diese Kinder! Oh nein! Ab mit euch auf die stille Treppe! Habt ihr nicht gehört? Ich habe gesagt, ab auf die stille Treppe! Nein, wieso denn? Wir haben doch gar nichts gemacht! Wir haben nichts getan! Molly, wir haben gar nichts gemacht! Das ist mir egal! Und du, Julian, du bleibst den ganzen Tag auf der stillen Treppe! Ich wusste es doch, ich wusste es einfach. Ich muss wieder hier am meisten drunter leiden. Ach, danke, Brigitte, danke. Weiß jemand schon von euch, wie lange wir hier sitzen? Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr. Mein Hintern tut mir schon weh. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht bestimmt schon 10 Minuten oder so. Vielleicht werden wir auch gleich abgeholt. Kinder, was macht denn ihr hier alle auf der Treppe? Was ist denn los? Also, Brigitte, ich habe dich gewarnt. Du darfst diese Molly hier auf keinen Fall einstellen als Erzieherin. Die hat uns hier auf die stille Treppe geschickt, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Wir wollten nur spielen. Ich liebe diesen Job und dieses Bällebad. Was für eine tolle Erfindung. Was tun Sie hier? Was machen Sie da in dem Bällebad und warum sind die Kinder auf der Treppe? Was ich hier tue? Ich arbeite, Mensch! Das nennen Sie arbeiten? Also sowas machen Erzieher eigentlich nicht. Sie vergnügen sich nicht im Bällebad, während die Kinder irgendeine Strafe bekommen. Aber diese Kinder sind nervig und deswegen habe ich sie auf die stille Treppe geschickt. Siehst du, Brigitte, ich hab's dir doch gesagt, die ist voll komisch drauf. Julian, du bist erst recht still. Also Molly, so wie Sie arbeiten, wird das hier nichts mit der Kita. Bitte gehen Sie, das wird wirklich hier nichts. Also, Julian, es tut mir leid, dass wir Molly hier überhaupt reingelassen haben. Ja, das sagt irgendwie jeder da. Naja, gut, sie ist jetzt aber raus, ne? Ich komm wieder. Ich hoffe, morgen früh ist es besser. Ich kann gar nicht richtig schlafen. Oh Mann, ich glaube, ich habe meine Stimme verloren. Ich kann nur noch mit mir selbst reden in Gedanken. Aber es kommt nichts raus, wenn ich es probiere. Kommt nichts. Und ich muss irgendjemandem Bescheid sagen. Mama oder Papa, mir geht's nicht gut. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Und wie soll ich das machen, wenn ich nicht reden kann? Guten Morgen. Emma, guten Morgen. Oh, Emma, weißt du was? Das war das letzte Mal, dass ich dir guten Morgen gesagt habe. Oh Mann, da versucht man mal einmal wieder freundlich zu sein und da kommt gar nichts. War ja wieder klar. Mama, Papa, oh, Sie können mich ja nicht hören. Doch ich muss Sie irgendwie wach kriegen. Wie mache ich das denn nur? Am besten kletter ich auf Sie drauf. Ich muss aufstehen, hallo. Ich habe keine Stimme mehr. Emma, bitte nicht jetzt, nicht jetzt. Also wir können vielleicht später spielen, aber nicht jetzt. Jetzt bitte noch nicht. Wir sind ganz müde, Emmalein. Gleich, in 10 Minuten. Oh Mann, jetzt schlafen die noch weiter? Ich wollte doch gar nicht spielen. Vielleicht kann mir doch Julian helfen. Ach, jetzt kommst du auf einmal wieder zurück. Jetzt willst du mir guten Morgen sagen? Nee, nicht jetzt, danke. Ich habe jetzt zu tun. Tschüss. Oh, ich will nur nicht guten Morgen sagen. Ihr müsst mich irgendwie verstehen. Julian. Mann. Ich stupse ihn mal an mit dem Kopf. Vielleicht weiß er dann, was ich meine. Oh, Emma, du willst dich doch jetzt hier nicht boxen oder so. Ich habe jetzt keine Lust auf Streit. Ich habe gesagt, geh einfach und gut ist. Weg. Ich will mich da nicht boxen. Du sollst mir helfen, Mann. Oh, Julian versteht gar nichts. Oh, das war ja wieder sowas von klar. Du bist wieder nur auf Ärger aus heute Morgen, ne? Ich wollte eigentlich ruhig bleiben. Oh, Julian kann man total vergessen. Der versteht überhaupt nichts. Ich versuche mal, Hannah das zu sagen, dass ich keine Stimme mehr habe. Emma, ich wollte dich was fragen. Kann ich mir vielleicht mal was von dir ausleihen? Also, bitte? Nein, natürlich nicht. Und wann? Was will er sich überhaupt ausleihen? Mann, ich wünschte, ich könnte was sagen. Okay, ja gut, also du hast nichts dagegen. Alles klar, dann schnapp ich mir mal was. Oh, ist das blöd, wenn man keine Stimme hat. Mann! Hanna! Oh, sie hört mich ja nicht. Mann, kommt nichts raus. Ich tick Hanna jetzt auch mal an, dann bemerkt sie mich. Ach, Emma, muss das morgens sein? Ich mach mich gerade fertig für die Schule und du willst mich erschrecken? Toll, raus hier! Oh, ich will sie doch nicht erschrecken. Ach, die versteht es auch nicht. Warum ist das so schwer?
Oh Mann, die hat echt nichts Besseres zu tun, als mich zu ärgern. Jetzt hat Julia mich mal nicht geärgert und dann fängt Emma damit an. Oh Mann, nervige Geschwister. Ach, endlich mal eine freie Minute, nur für mich. Emma, was machst du denn hier? Und warum kitzelst du an meinem Fuß? Musst du auch auf Klo? Oh nein, Mama, du, ich hab doch meine Stimme verloren und du musst mir helfen. Ich weiß noch nicht, wie ich dir das sagen soll. Emma, willst du vielleicht frühstücken? Warum sagst du denn nichts? Also, wenn du Hunger hast, kannst du schon mal runtergehen. Ich bereite das Frühstück gleich vor. Oh, ich will doch nicht frühstücken. Oh, Mama kapiert auch gar nichts. Vielleicht kann mir Papa helfen. Das ist jetzt doch die letzte Möglichkeit. Oh, das ist Papa. Wenn mir einer helfen kann, dann Papa. Papa, er hört mich nicht. Mama, Papa, ich habe meine Stimme verloren. Du musst mir helfen. So, jetzt aber. Guten Morgen, Emma. Ja, wir können gleich spielen, keine Sorge. Willst du irgendwas frühstücken oder so schon? Oh nein, Papa, doch kein Frühstück, Mann. Ich will meine Stimme zurück. Emma, stimmt mit dir irgendwas nicht? Da passt doch irgendwas nicht. Dir ist doch irgendwas passiert. Du benimmst dich echt komisch. Ja, Papa, du hast es erfasst. Meine Stimme ist weg. Du musst mir helfen. Ah, das war doch bestimmt wieder Julian. Julian, was hast du mit Emma schon wieder gemacht? Julian! Was ist denn hier schon wieder passiert? Martin, warum rufst du Julian? Julian! Ich versuch mal einen Morgen ruhig zu bleiben und... Oh, was ist, Papa? Was willst du jetzt von mir? Ich sollte dich eher fragen, was mit dir los ist. Was hast du schon wieder mit Emma gemacht? Warum redet sie nicht? Also, hast du sie wieder geärgert? Ach, Julian, muss das denn sein? Es ist früh morgens und schon hast du wieder deine Geschwister geärgert? Oh nein, natürlich... Warum sollte ich denn sowas machen? Hat Emma das erzählt? Nein, nein, das stimmt gar nicht. Ich habe sowas nicht gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Emma, sag doch meiner Mama, was passiert ist, hm? Oh Mama, Julian hat nichts gemacht. Meine Stimme ist einfach nur weg und ihr müsst mir helfen. Oh, wie oft noch? Also ganz ehrlich, das wird mir jetzt hier irgendwie ein bisschen zu blöd. Ach ja, Mama, Emma hat die ganze Nacht gehustet. Und ja, also ich dachte, das wolltest du vielleicht wissen. Sie hat die ganze Nacht gehustet? Das würde vielleicht erklären, warum sie jetzt nicht redet am Morgen. Ich ruf mal besser beim Arzt an. Vielleicht ist sie heiser. Hm, heiser? Was soll das sein? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Ich glaube, da kann man nie wieder reden danach. Oh nein! Martin, ich habe beim Arzt direkt angerufen. Okay, und? Noch was frei. Wir können direkt los. Alles klar, wir sollten uns direkt auf den Weg machen. Oh, wenn ich jetzt nie wieder reden kann, das wäre absolut schlimm. Dann kann ich keine Geschichten mehr erzählen, gar nichts mehr machen. Und keiner redet mit mir, weil ich nie zurückrede. Oh, wo steckt denn der Arzt jetzt? Ich habe heute eigentlich noch was anderes zu tun, als ewig auf ihn zu warten. Ja, wir sollten auch noch einkaufen. Oh Mann, Mama und Papa, die machen sich über ganz komische Sachen Gedanken. Ich habe viel schlimmere Probleme. Was ist, wenn ich nie wieder reden kann? Emma, ist irgendwas los? Warum bist du so aufgebracht? Ich verstehe dich leider nicht. Brauchst du irgendwas? Oh ja, Mama, ich brauche meine Stimme wieder. Oh, ich kann nicht reden. Das ist absolut Katastrophe. So, Frau Vogel, wir haben einen Rachenabstrich gemacht und der Befund liegt jetzt vor. Die Kleine hat eine... Oh Mann, ich wusste es. Meine Stimme kommt nie wieder. Und das sagt mir jetzt auch noch die Ärztin. Also ist sie jetzt heiser oder? Ja, sie ist heiser, aber sie hat auch eine Rachenentzündung. Das sollte schnell wieder abklingen. Oh nein, ich bin heiser. Ihr müsst was machen, Mama, Papa. Ach Emma, das wird schon wieder. In 1-2 Tagen bist du wieder fit, dann hast du deine Stimme auch wieder. Nicht sprechen, Halslutschpastillen lutschen, Tee trinken mit Honig, das wird schon. Was? Nach 1-2 Tagen? Und nur Tee trinken und nicht reden? Also reden mache ich ja eh nicht. Oh, das ist ja super. Ich dachte, ich kann nicht wieder reden. Emma, nicht reden? Sie macht eigentlich den ganzen Tag nichts anderes außer reden. Vielleicht ist das mal eine ganz gute Abwechslung. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, Mama. Wenn ich wieder reden kann, dann erzähle ich die spannendsten Geschichten aus den letzten Jahren meines Lebens. Was? Das Spiel ist jetzt erst, ist jetzt rausgekommen? Oh Mann, das brauche ich auf jeden Fall. Das will ich kaufen. Julian, kommst du dann runter? Wir wollen essen. Dein Papa schläft noch, aber wir warten nicht auf ihn. Mama, Mama, darf ich was fragen? Was denn? Da ist so ein neues Spiel. Darf ich mir das bitte kaufen? Bitte, bitte, bitte. Das ist richtig cool. Also, das ist jetzt neu rausgekommen, vor ein paar Tagen. Aber ich glaube, ich habe nicht so viel Geld. Kannst du mir vielleicht ein bisschen geben? Bitte. Also, Julian, von mir aus kannst du dir das gerne kaufen, aber nur von deinem eigenen Geld. Wenn du nicht genügend hast, dann musst du das ansparen. Oh Mann, Mama, ich glaube aber, so viel habe ich nicht. Bitte. Oh Mann. Och, Mama, komm schon, bitte. Ich will mir dieses Spiel kaufen. Bitte. Oh, bitte. Julian, ich hab dir doch das schon erzählt mit dem Spiel. Nur von deinem eigenen Geld. Sonst musst du halt ein bisschen warten, bis du genug Geld hast. Und jetzt wollen wir essen. Oh, Mama, nein. Ich esse erst, wenn du sagst, ich darf mir dieses Spiel kaufen. Bitte, 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 bitte. Julian, so geht das nicht. Du kannst mich doch jetzt nicht erpressen. Also, du isst jetzt
Und das Spiel, das musst du dir irgendwann später holen. Wenn du jetzt nichts essen willst, dann kannst du auf dein Zimmer gehen. Oh Mama, das war sowas von klar. Aber wenn du dir eine neue Tasche kaufen willst, dann geht das natürlich. Dann sagst du nur, hier Martin, ich kaufe mir eine neue Tasche. Und Papa sagt natürlich, okay. Aber wenn ich mir ein Spiel kaufen will, dann geht das natürlich nicht. Julian, das geht dich überhaupt nichts an. Ich bin deine Mutter und wenn du nicht genügend Geld hast, dann kannst du nicht einfach hier alle Leute nach Geld anpumpen. Ja, ist ja klar, Mama. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, ist mir egal, ich esse nichts. Also wenn Julian nichts essen will, dann kann ich ja seine Portion mitessen. Und Mama, kann ich mir dann ein Spiel kaufen? Oh nein, Emma. Also, nein, Emma, du nicht. Und jetzt iss bitte dein Essen. Oh Mann, das war sowas von klar, dass ich mir kein Spiel kaufen kann. Ich find's doof. Doof. Ich find's doof. Ich find's doof. Kinder, esst ihr bitte weiter. Ich muss kurz nach oben. Oh, kriegt er mal nicht seinen Willen? Spielt er total verrückt? Ich find's doof. Julian? Ich find's doof, ja. Sei bitte still. Nein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich will dieses Spiel haben. Ich will es einfach haben. Julian, du hast wirklich genug Spiele. Auch das mit den Klötzen, was du immer spielst. Warum denn jetzt noch eins? Und ich hab's dir auch schon gesagt. Du musst Geld ansparen. Ja, aber weißt du, wie lange ich dafür sparen muss? Mein ganzes Leben lang. Erst dann kann ich mir dieses Spiel leisten. Mama, bitte. Julian, auf die Diskussion lasse ich mich jetzt nicht ein. Ich hab meine Meinung gesagt. Du weißt es. Ich gehe jetzt mit Emma und Hannah einkaufen. Du bleibst hier bei Papa. Und bitte sei still, weil er gerade aus der Nachtschicht gekommen ist. Oh, toll, ich wusste es. Bestimmt kauft sich Mama jetzt eine neue Tasche und auch eine neue Tasche für Hannah und Emma. Aber kein Spiel für mich. War ja klar. Oh Mann, super. Jetzt sehe ich sogar die Werbung vom Spiel im Fernsehen. War ja klar. Super. Oh Mann, wie kann ich mir dieses Spiel nur kaufen? Aber natürlich. Onkel Mike hier von Nils, der Papa, der hat ja letztens gesagt, dass er einen Geldautomaten zu Hause hat. Vielleicht kann man sich hier einen bestellen. Ja. Okay, ich frage mal nach, aber ich muss so tun, als wäre ich Papa. Hallo, hier ist Martin Vogel. Ich würde gerne einen Geldautomaten bestellen. Hä, das ist nicht witzig. Ja, ich warte. Haben Sie einen gefunden? Ja, dann bitte an diese Adresse. Ja, genau, wie eben durchgegeben. Danke. Ja, die Rechnung bezahle ich dann hier. Ha, perfekt, die haben mir das abgekauft. Oh Mann, jetzt kommt wirklich ein Geldautomat hier zu uns nach Hause. Oh, super, Papa schläft auch noch. Oh, jetzt hat's geklingelt. Ich muss ganz schnell runter, bevor Papa wach wird. Guten Tag, junger Mann. Also, ich habe hier eine Lieferung für Herrn Martin Vogel. Ja, das ist mein Papa, aber der ist gerade am Schlafen. Also, Sie können die Rechnung auch gerne auf den Tisch legen. Der wird das dann da später unterschreiben. Okay. Oh Mann, ich hätte niemals gedacht, dass das so schnell geht. Ich habe doch gerade mal vor einer halben Stunde angerufen. Also, der Geldautomat, der bestellt wurde, der ist jetzt hier. Und die Rechnung liegt da, die muss dein Vater dann in den nächsten 2 Wochen begleichen. Das sollte ja kein Problem sein mit dem Geldautomaten hier. Okay, danke. Papa wird das unterschreiben. Oh Mann, endlich! Wir haben einen eigenen Geldautomaten hier zu Hause und damit kann ich jetzt hier einfach Geld rausholen. Oh, das ist ja super. Hätte ich niemals so einfach. Ich hätte nie gedacht, dass das so einfach ist. Dann kann ich mir ja ganz viele Spiele eigentlich kaufen. Oh, warum bin ich nicht schon voll auf diese brillante Idee gekommen? So, ich glaube, ich muss einfach nur hier auf den grünen Knopf drücken und dann kommt das Geld schon raus. Ha, wie einfach ist das denn? Und ich gehe jetzt, glaube ich, gleich das Spiel kaufen. Und ja, so einfach geht das. Guten Morgen, Julian. Sag mal, war jemand an der Tür? Julian, sag mal, träume ich noch? Ist das ein Geldautomat hier bei uns in der Küche? Das ist gerade nicht dein Ernst. Doch, Papa, mein totaler Ernst. Überraschung, wir sind reich, aber richtig reich. Wie geht das denn? Ein Geldautomat? Das geht doch gar nicht, wir sind doch keine Bank. Ha, anscheinend geht das, Papa, anscheinend geht das. Ach ja, du musst in den nächsten 14 Tagen musst du eine Rechnung bezahlen. Was ist das denn da für ein Gerät? Julian, was macht denn dieser Geldautomat hier? War das deine Idee? Ja, Mama. Bedanken kannst du dich später, wir sind jetzt richtig reich. Also du kannst immer hier Geld rausholen, wann du willst. Also du brauchst, keiner braucht auch mehr arbeiten oder so. Das geht jetzt ganz einfach. Psst. Claudia, ja. Er hat nicht gemerkt, dass das kein echter Geldautomat ist. Also da kommt nur Spielgeld raus und er denkt, so. Das ist ein echter Geldautomat. Aber wir ziehen das jetzt durch. Ach, Julian, sag mal, wie bist du überhaupt da rangekommen? Hast du das bestellt, du selber? Ja, Mama, weil ich wollte mir ja dieses neue Spiel kaufen und deswegen dachte ich, bestelle ich einfach einen Geldautomaten, wie bei Nils und seinem Papa. Die haben ja auch einen Geldautomat zu Hause gehabt, also auch wenn es nicht deren Haus war. Julian, das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Du gehst jetzt sofort auf dein Zimmer. Wir hatten das mit dem Spiel doch besprochen.
Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder hier, wo ich eben war. Oh, toll, ohne Geld. Aber Mama, du wirst dir bestimmt jetzt Taschen kaufen von sowas, ne? Oh Mann, dass ihr wirklich denkt, dass das ein echter Geldautomat ist. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist sind wie die Kreditkarten, die im Portemonnaie sind, wenn man ein neues Portemonnaie kauft. Die sind doch auch nur aus Pappe. Aber wenn ich so recht überlege, wäre es schon cool, einen eigenen Geldautomaten zu haben, der auch noch richtiges Geld ausspuckt. Perfekt. Oh Mama, warum hilfst du mir denn nicht? Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet und jetzt muss ich die Flasche selber tragen. Oh, was ist das denn? Das habe ich schon mal gesehen in der Bank. Ist das ein Geldautomat? Oh, ich werde so viel Geld daraus holen, das passt niemals in mein Sparschwein und davon werde ich mir ganz, ganz viel Lutscher kaufen, ja! Och Mann, mir ist schon wieder so langweilig. Julian hat keine Zeit, Emma hat keine Zeit und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was macht eigentlich Anna? Also die ich von Randis Reitschule kenne, mit der ich auch im Reitercamp war. Die habe ich echt lange nicht gesehen. Ich werde sie einfach mal anrufen. Hey Anna, ich bin's, Hanna. Ja? Wirklich? Oh, und ich kann da mit? Das wäre so schön. Du weißt ja, wie sehr ich Pferde liebe. Okay? Gleich morgen? Ich frag meine Eltern. Oh, hoffentlich klappt das. Bis dann. Oh, das ist ja toll. Anna besucht morgen eine Bekannte von ihrer Mama auf einem Reiterhof. Und ich darf mit. Jetzt müssen nur noch Mama und Papa Ja sagen. Wo sind die denn? Mama? Mama, wo bist du? Papa? War Mama denn nicht hier gerade noch irgendwo? Mama? Ah, sie liegt da auf dem Sofa und ist eingeschlafen. Oh Mann. Naja, dann muss ich sie mal wecken. Hey Mama, aufwachen. Hallo, Mama. Hey. Hanna, was ist denn los? Ich bin, glaube ich, kurz eingenickt. Also Mama, ich habe gerade Anna angerufen, also Anna, die ich von Randis Reitschule kenne, mit der ich auch im Reitercamp war. Und die geht morgen auf einen Reiterhof. Und ich darf ich mit, bitte, 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 bitte. Oh, du überrumpelst mich ziemlich. Ich bin gerade erst aufgewacht. Also von mir aus darfst du gerne hin. Morgen sind, glaube ich, keine anderen Termine, die anstehen. Oh, super, Mama, danke. Oh, Anna, hey, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ich mitkommen durfte. Ja, ich find's auch total, total schön, Hanna, dass du hier bist. Hier gibt's total viele Pferde, Hanna. Oh, eins, zwei, und da hinten sind auch noch welche. Ja, und eins ist schöner als das andere. Komm, Hanna, ich stell dir die Bekannte von meiner Mama vor. Die ist hier. Moment, wir klopfen kurz. Ach, hey, da seid ihr ja schon. Ach, Anna, hast du noch eine Freundin mitgebracht? Mhm, das ist Hanna. Ich habe heute leider total viel zu tun. Ich werde euch kurz ein bisschen rumführen und dann müsst ihr euch einfach alleine hier beschäftigen. Aber ich denke, das kriegt ihr hin, oder? Gar nicht schlimm, Rita. So, als erstes, das hier ist Amelia. Die möchte ich euch mal vorstellen. Oh, ist die schön. Die ist auch total lieb, oder? Ja, Amelia ist eine ganz liebe. Und Philomena, die ist ein bisschen frech. Hey, hey! So, dann haben wir noch hier unser kleines Pony. Das ist Kupi. Ach, hallo, Kupi. Warum heißt du wohl so? Ist das eine Abkürzung? Vielleicht wegen der Kuhflecken. Ah, ja. Und dann haben wir hier noch unseren Hannoveraner Hengst Augustus. Das ist wirklich ein ganz tolles Pferd. Mit dem gehe ich mal auf Turniere. Oh, der ist aber groß. Der ist riesig. Ja, bei dem müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig sein. Der ist ein bisschen temperamentvoll. Aha. Ich habe einiges im Stall zu erledigen. Also, mein Mann und ich misten da hinten gerade die Ställe aus. Ihr könnt ja einfach euch ein bisschen weiter umsehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt einfach rein. Du, Rita, dürfen wir uns hier komplett umsehen und alles erkunden? Ach klar, natürlich. Ah, toll. Ich finde Reiterhöfe richtig toll. Und die Pferde sind super niedlich. Welches gefällt dir denn am besten? Ich finde den Augustus total schön. Der hat auch richtig tolle Haare. Mhm. Ach, und guck mal da oben. Für was haben die denn da wohl so einen Kran? Ich weiß auch nicht. Vielleicht für die Heuballen oder so. Ja, bestimmt. Ach, das ist bestimmt auch ganz spannend da. Vielleicht können wir da ja auch noch hingehen. Mhm. Ich mag irgendwie Amelia total gerne. Die ist irgendwie so lieb und ruhig. Oh Mann, Philomena ist ganz schön frech. Die stupst ja einfach die anderen weg. Ach, du willst wohl auch mal gestreichelt werden. Na, komm her. Rita hat zwar gesagt, wir sollen aufpassen mit dem Hannoveraner, aber bei mir ist er ganz lieb. Lass uns doch jetzt mal reingehen zu Rita und schauen, was die da macht. Vielleicht gibt's da auch noch was zu erkunden.
Hallo, na, was macht ihr da? Ach, hallo ihr beiden, wir missten gerade den Stall aus. Ja, Kinder, hier gibt's immer einiges zu tun. Wir müssen auch neues Stroh auslegen. Ah, das sieht irgendwie spaßig aus, was du da machst. Also Spaß macht das eigentlich nicht, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne ablösen. Ach, wer ist da denn noch? Der ist ja süß. Das ist Brutus, das ist der Hofhund hier, das ist ein Bernardiner, den habe ich schon kennengelernt, der ist total lieb. Oh, ich mag so gerne so große Hunde. Oh, und das Fell fühlt sich ganz weich an. Mhm. Du, Rita, ich habe mal eine Frage. Dürfen wir auch nach oben? Das haben wir von draußen schon gesehen, aber wir waren noch nicht da. Ja klar, geht doch einfach, da vorne ist doch die Treppe. Da oben ist es echt schön, also ihr könnt euch da ruhig ein bisschen aufhalten und da spielen. Komm, Hanna, wir dürfen nach oben. Du Brutus, also ich gehe jetzt mal hoch zu Anna. Wartest du hier unten auf uns? Wow, das hätte ich ja gar nicht erwartet, wie es hier aussieht. Wie in einem Ferienhaus. Da ist ja sogar ein Tisch mit Stühlen. Wirklich cool. Oh, stell dir mal vor, wir könnten vielleicht hier mal zusammen Urlaub machen. Ein ganzes Wochenende verbringen oder so. Das wäre super schön. Aber wo würden wir dann schlafen? Hier im Stroh natürlich, so ist das auf dem Reiterhof. Man schläft direkt auf dem Heuboden. Und unter uns sind dann die Pferde. Ach, das wäre richtig schön. So ein Strohbett fühlt sich richtig schön weich an. Gemütlich. Hanna, hörst du das auch? Da kommen so komische Geräusche aus der Ecke. Ja. Was ist das wohl? Komm, wir gucken mal ganz vorsichtig. Das kommt von da. Vorsicht, Hanna, nicht, dass das ein wildes Tier ist, was uns beißen will oder so. Ein Marder oder irgendwie sowas. Ich nehme mal den Sack hier ein bisschen an die Seite, dann können wir besser gucken. Das muss hier hinter dem Strohballen sein, dieses Geräusch. Hanna, das ist ein Katzenbaby. Schau mal. Oh, wie süß. Ah, oh, süß. Wie aufregend. Wir haben ein Katzenbaby gefunden. Ja. Das ist aber total schüchtern und versteckt sich da hinten und gräbt sich da richtig ins Stroh. Du, Rita, wir sind hier oben. Wusstest du, dass da ein Katzenbaby ist auf dem Heuboden? Anna, bitte was? Was ist da oben? Anna, was sagst du? Ein Katzenbaby ist da? Ja, da hinten in der Ecke, Rita. Schau mal nach. Ach, und deswegen hat sich unsere Katze immer so komisch verhalten. Da hat die bestimmt dann ein Katzenbaby bekommen. Guck mal, ich hab's ein bisschen aus der Ecke rausgelockt. Jetzt ist es hier runtergekommen auf den Boden. Oh, das kratzt ein bisschen an meiner Hose. Aber das tut gar nicht weh. Richtig süß. Oh Mann, ich bin immer noch total erstaunt. Ich habe mich immer gefragt, warum unsere Katze sich so komisch verhält. Und die ist auch irgendwie dicker geworden. Oh Mann. Naja, wenn ihr beiden jetzt das Katzenbaby gefunden habt, dann dürft ihr euch auch einen Namen überlegen. Wie wär's, wenn wir die Katze Findus nennen oder Fritzchen? Oder vielleicht Mimi oder Kiki. Was meint ihr? Drückt einfach auf das kleine I und stimmt mit uns ab. Was macht eigentlich Martin da unten die ganze Zeit? Sieht aus, als wenn er was aufbauen würde. Martin, bereitest du etwa für uns beide einen schönen Abend vor mit Getränken und Essen? Ach Martin, ich habe mir das so gewünscht. Nur wir zwei zusammen und wir gucken einen tollen Film, hm? Claudia, hi. Ein Abend zu zweit? Wie jetzt? Du meinst das hier? Ja, ich habe hier ein bisschen was aufgebaut. Ich habe den Tisch aus der Garage auch geholt. Aber das ist eigentlich nicht für dich. Ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Wie, das ist nicht für mich? Eigentlich nicht. Ich habe mich schon so gefreut. Für wen ist denn das dann? Also, Claudia, es tut mir leid. Also, es... Ja, wie soll ich das... Vielleicht beim nächsten Mal. Ich verspreche, nächste Woche, da machen wir einen schönen Abend. Na gut, dann nicht. Nächste Woche... Und wer kommt jetzt eigentlich zu Besuch? Der Patrick, der wollte vorbeischauen. Patrick? Patrick? Aber nicht der Patrick, der von früher, oder? Welcher Patrick denn sonst? Also, was ist das für eine Frage? Also, du weißt, den habe ich seit einigen Jahren nicht mehr gesehen, weil er ja ständig auf Geschäftsreisen unterwegs ist. Und ja, heute da hat er mal ein bisschen Zeit wieder. Oh nein, nicht Patrick. Ich kann ihn einfach nicht leiden. Der ist immer total eingedieselt, alles riecht nach Parfüm, der ist so aufdringlich, redet so komisch. Ich mag den einfach nicht. Wer bist du denn? Hier ist keine Hochzeit. Da hast du dich irgendwie bei der Hausnummer vertan. Sehr, sehr witzig. Du musst die Emma sein, oder? Hier ist ein fremder Mann an der Tür. Nein. Ich bin doch nicht fremd. Martin Vogel. Wohnt hier ein Martin Vogel? Patrick ist da. Hey, Patrick. Patrick, altes Haus. Hier bin ich. Hier. Ach, Mensch, Martin. Komm hier hin, altes Haus.
Sag mal, du bist ja immer noch so schwach wie früher. Haha, das denkst nur du. Ach so, das ist ein Freund von Papa. Aber hey, runter von meinem Papa. Was macht ihr denn da? Hallo Patrick. Willkommen bei uns in der Luxusvilla. Hab dich ja ewig nicht gesehen. Atemberaubend. Claudia. Was für eine feine Dame. Ja, viel zu lange ist es her, dass ich dich nicht gesehen habe. Patrick? Mua. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Meine Hand musst du nicht küssen und auch keinen Hofknicks machen. Sag mal, wo hast du das denn gelernt, Patrick? Auf deinen Geschäftsreisen oder was? Ach, auf Geschäftsreise hätte er ruhig bleiben können, glaube ich. Also, Martin, das müsstest du doch am besten wissen. Bei solch einer schönen Frau, das muss sein. Und was für ein Parfüm du hast. Stimmt. Schatz, Claudia, hast du ein neues Parfüm? Nein, Martin, mein Parfüm würde man gar nicht riechen hier. Das ganze Haus riecht nach Patrick. Ugh. Können wir jetzt bitte was spielen? Los, komm schon. Emma, heute nicht. Heute geht's nicht. Heute wirklich nicht. Oh, toll. Komm, ist der Besuch da und schon interessiert sich keiner mehr für uns. Hey, Emma, sag mal, ist da jemand? Ich wollte eigentlich fragen, ob wir was spielen hier, aber... Kannst du vergessen. Heute spielen die nicht mit uns. Das ist so ein Erwachsenending. Mama und Papa haben Besuch. Naja, gut. Wir gehen nach oben. Also, ich muss sagen, Martin, es ist echt toll, wieder hier zu sein. Mit dir und natürlich auch mit dir, Claudia. Ich verabschiede mich dann auch. Ich bin dann oben bei den Kindern. Viel Spaß bei eurem Männerabend. Also, Claudia, nein. Wo willst du denn nur hin, Claudia? Also, dieser Abend ist nur halb so schön, wenn du weg bist. Also, du musst dabei sein. Also, ich habe mich so dermaßen auf dich auch gefreut. Also, tut mir leid. Also, bitte. Gut, Patrick. Ich gehe dann erstmal in die Küche. Du, Patrick, kannst du dich noch dran erinnern? Vor 3-4 Jahren, wo wir da einmal unterwegs waren und die Wände angesprüht haben, aber sag das nicht den Kindern. Frau Vogel, kann ich Ihnen helfen? Oh, schleich dich doch nicht so ran. Oh, tut mir leid. Ich bin erschreckt. Ich wollte dein zartes Wesen jetzt hier nicht so erschrecken. Das tut mir sehr, sehr leid, Claudia. Was möchtest du denn? Noch was zu trinken oder essen? Also, Claudia, ich habe das Gefühl, wir haben uns gar nicht richtig begrüßt. Wie wär's mal mit einer Umarmung? Nein! Nicht so nah, ich mag das nicht. Oh, das tut mir leid. Also, das wollte ich nicht. Claudia, also ich bin einfach nur überwältigt wieder von dir. Also, das tut mir wirklich leid. Ich wollte dir jetzt nicht zu nahe treten. Aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, da bin ich so überwältigt. Viel. Du bist solch eine tolle Frau. So viel. Eine starke Frau. Also, Patrick, vielen Dank für die ganzen Komplimente. Aber geh doch wieder zurück zu Martin. Ich bleib hier in der Küche. Na, ihr beiden. Turteltäubchen. Sollte ich Turteltäubchen sagen? Patrick, jetzt komm doch mal. Turteltäubchen? Was glaubst du denn? Also, ich will einfach nur meine Ruhe hier in der Küche. Hey, ja, Claudia, das war auch nur ein Spaß. Also, beruhig dich. Naja, gut. Claudia, ich lass dich dann auch ein bisschen in Ruhe. Wollen wir ins Wohnzimmer, Martin? Ja, los, beeil dich. Und außerdem, was willst du jetzt hier die ganze Zeit in der Küche? Ich habe auch diesen einen Film reingeschmissen, den wir uns immer früher angeschaut haben. Also, Patrick hat sich irgendwie kein Stück verändert. Der ist immer noch der gleiche. Und ich fand ihn früher schon ätzend und heute genauso. Und jetzt ist da auch noch jemand an der Tür. Wer ist das? Es ist so dunkel. Ach, du bist. Du warst doch letztens schon mal hier. Du wolltest doch unser Haus kaufen. Es ist weiterhin nicht zu verkaufen. Ach so, nee, darum geht es heute nicht. Meine Mutter sagte mir, dass mein Vater hier anwesend sei. Ist das wohl richtig, Frau Vogel? Vater? Patrick ist dein Vater? Okay, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, glaube ich. Hey, du, Vater, Mama sagte mir, dass du hier seist. Du, ich wollte mir ein neues Gartenhaus kaufen und sie sagte, du hast wohl die Kreditkarte. Junge, nicht hier. Das klären wir dann zu Hause. Außerdem habe ich doch die goldene Expresskarte zu Hause gelassen. Ach, du bist so ein Amateur. Martin, das ist mein Sohn. Ich glaube, den hast du noch gar nicht kennengelernt, oder? Wobei, nee, doch, ich kenne ihn doch. Also zumindest, da war ja noch ein kleines Baby. Ja, du bist ja ganz schön groß geworden. Und der Anzug, nicht schlecht. Aber vielleicht solltest du kurz dann noch nach oben. Ich habe auch einen Sohn, den solltest du mal kennenlernen. Ach, Sie meinen wohl den Julian Vogel. Ja, den habe ich kennengelernt. Ach, wirklich? Wo denn? Naja, gut, ich zeig dir mal sein Zimmer. Hey, Claudia, ich bin's wieder, der Patrick. Oh, jetzt hast du dich schon wieder so rangeschlichen. Tut mir leid. Lass das doch mal. Tut mir leid, meine... tut mir leid, das wollte ich nicht sagen. Wobei, natürlich, du bist sehr, sehr hübsch, deswegen... Also, meine Hübsche bist du natürlich nicht, aber du bist sehr, sehr hübsch. Das weißt du natürlich. Oh, Patrick, deine ganzen Komplimente ständig, das hängt mir wirklich zum Hals aber raus. Aber wieso? Denn du bist doch... so schleimig und... Ach, was? Arrogant. Was? Okay, Aufnahme und jetzt. Hey Leute, ich bin's Julian Vogel und... Julian, leg doch bitte jetzt das Tablet irgendwie an die Seite. Ich hab hier jemanden, den du vielleicht kennst. Oh Papa, das ist doch nicht dein Ernst. Du willst doch jetzt nicht wirklich das Haus verkaufen, oder? Erik, nein, dieses Haus ist unverkäuflich.
Ach, Julian, ich habe mich schon damit abgefunden, dass dieses Haus hier unverkäuflich ist. Ich möchte es auch nicht mehr haben. Das Objekt interessiert mich nicht mehr. Nein, mein Vater ist hier zu Besuch. Anscheinend kennen sich unsere Väter. Was? Wie bitte? Das heißt doch jetzt nicht, dass du hier öfters bist, oder? Oh nee, dann kommt auch Nils noch öfters hier vorbei. Nee! Also, Claudia, das tut mir jetzt wirklich leid. Also, das war nicht meine Absicht. Du bist so eine tolle Frau. Ach, Patrick, jetzt reicht's aber langsam. Patrick, Mensch, du bist ja immer noch hier in der Küche. Ja, Martin, aber wir sollten jetzt lieber ins Wohnzimmer. Ach, dieser Patrick, also der braucht kein weiteres Mal hier bei uns zu Besuch zu kommen. Furchtbar einfach, dieser Mann. Ach, Martin, echt toll, dass du mich mal zu einem Männerabend hier bei euch eingeladen hast. Ach, kein Problem. Ach, und echt nett, dass ich heute mal hier nicht arbeiten muss, sondern einfach mit euch entspannen kann. Ja, stimmt. Oh, Onkel Stefan, weißt du, was eigentlich ziemlich cool wäre, wenn wir hier nochmal eine Rutsche hätten? Wie in so einem Minecraft-Freizeitpark. Das hast du, glaube ich, noch nie gesehen, oder? Julian, jetzt nicht. Stefan ist jetzt hier da, der Onkel Stefan ist jetzt da, um hier nur zu entspannen. Nichts weiteres. Julian, Minecraft, das habe ich schon mal gehört. Das spielen meine Neffen auch immer. Was ist das eigentlich? Was? Du weißt nicht, was das ist? Oh Mann, ich hol direkt mein Tablet. Ich zeig dir direkt ein paar Videos. Das ist so richtig was für dich. Weil da gab's auch letztens so Freizeitparks, die habe ich besichtigt. Die sind richtig cool, die wären richtig was für dich. Siehst du, Onkel Stefan? Der hat eine eigene Achterbahn gebaut. Achterbahn, das ist richtig ja, heftig. Ja, stimmt. Also ich habe so ein Gefühl, das wäre ein Spiel für mich. Da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen und jede Menge tolle Sachen bauen. Also Julian, mir hast du den Freizeitpark nicht gezeigt. Danke. Ja, weil dann willst du immer sofort spielen und dann darf ich nie wieder an Minecraft. Dann sagst du immer wieder, nein, ich noch fünf Minuten. Und dann muss ich 5 Stunden warten. Deswegen zeige ich dir das nicht. Oh wow, und was ist das dann? Karussell? Das funktioniert ja sogar. Wie macht er das? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist irgend so ein Bug oder so. Also das nennt man so, wenn es einen Fehler im Spiel gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Karussell bewegt sich wirklich. Das ist richtig cool. Wie bitte? Ein Karussell bei Minecraft? Wie soll das? Wow, es sieht ja wirklich aus wie ein Karussell. Oh Papa, nicht jetzt. Oh, Julian, jetzt lass mich doch mal schauen. Oh, wisst ihr was, Onkel Stefan? Weißt du, was richtig cool wäre? Wenn wir hier auch ein Karussell hätten. Das wäre mal richtig cool, aber das wird natürlich nie gehen. Ja, Julian. Wie soll das nur klappen? Ich hol meinen Werkzeugkasten. Für mich ist gar nichts unmöglich. Los geht's. Was? Wirklich? Wir bauen jetzt hier ein Karussell? Oh Mann. Aber wie soll das denn klappen? Ich glaube, wir müssen auf den Pool bauen, weil sonst haben wir hier nicht genügend Platz zu Hause. Oh Mann, wir kriegen ein ganzes Karussell hier. Also, ein paar Sachen fehlen noch, aber die habe ich in meinem Transporter. Ihr wisst, ich habe immer alles dabei. Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Aber Leute, seid ihr euch sicher? Stefan, also, wenn dann Claudia mit Emma und Hannah zurückkommt, also wir müssen das schnell wieder abbauen. Och, Papa, sei doch mal kein Angsthase, da passiert schon nichts. Ich wette, Mama gefällt das auch wieder. Sie sagt jedes Mal, oh, warum habt ihr diese Rutsche hier gebaut? Und dann 2 Minuten später siehst du sie, wie sie selber runterrutscht. Ich sag's dir. Onkel Stefan, da vorne fehlt noch was. Ja, genau da. Ja, hi, Claudia. Nee, ist nichts passiert. Ich wollte eigentlich nur fragen, wo ihr gerade seid. Aha, okay. Also, das heißt, ihr seid, also vor 10 Uhr seid ihr nicht hier. Nee, ist kein Problem. Alles gut, sehr gut. Bis später, ciao. Okay, Jungs, wir haben noch mindestens 2 Stunden Zeit. Also, denkt dran, wir müssen das Ding auch wieder abbauen. Jetzt ist es fertig. Es ist fertig, Onkel Stefan. Ich glaube schon, weil so sehen doch die Karussells auch auf der Kirmes und so aus. Auf dem Jahrmarkt. Oh, Mann. Ja, Julian, genau, es ist fertig. Wow, wir haben ein eigenes Karussell hier in der Luxusvilla. Papa, guck doch mal. Wow. Also, ich bin Erster. Oh, wir müssen aber keinen Eintritt bezahlen, oder? Und das ist alles frei, das habe ich ja noch nie gesehen auf so einem Karussell. Normalerweise ist das immer richtig voll und man kommt nie drauf, man muss voll lange warten und heute, da muss ich gar nicht warten. Julian, vorsichtig, müssen wir das Ding noch irgendwie anschmeißen? Oh, jetzt beeilt euch, wollt ihr jetzt auch mit drauf und dann anschmeißen? Onkel Stefan, los! Ja, Julian, ich habe einen Generator eingebaut und den kann ich gleich steuern. Schneller! Wie lange ist das her, dass ich jetzt auf dem Karussell war? Ich glaube, das letzte Mal, da war Hannah noch ein kleines Baby, da musste ich mit drauf. Ist das schön. Ach Mann, toll, das macht so viel Spaß. Ich erinnere mich schön an die Zeit zurück, wo ich noch im Freizeitpark gearbeitet habe, für Dirk. Los, schneller! Was ist denn hier passiert? Claudia, ich dachte, ihr kommt erst um 10 Uhr. Oh, wir haben es ja schon 10 Uhr. Überraschung. Und Karussell im Haus, ich werde verrückt. Ach Mann, warum habt ihr uns nicht Bescheid gesagt? Dann wären wir gar nicht weggefahren. Immer macht ihr sowas, wenn wir nicht da sind. Ach, Martin, was hast du dir nur dabei gedacht? Das ist doch keine Überraschung, das ist eine Katastrophe. Hallo Mama, eine Katastrophe wäre, wenn es jetzt hier reinregnen würde. Das wäre eine Katastrophe, aber kein Karussell. Claudia, tut mir leid, ich bin gleich da. Wir können das gerade... Stefan, kannst du mal kurz auf Pause drücken? Nur noch eine Runde. Ja, und dann wollen wir auch. Ja, mach mal Platz.
Martin, komm jetzt sofort heraus und erklär mir, was dieses Karussell hier mit ja, sofort. Uns im Haus gerade geht's nicht. Wir sind gerade mitten in einer Fahrt. Ich bin gleich da, Schatz. So, okay, ich bin jetzt da. Und gefällt es dir? Ist doch richtig schön, oder nicht? Ein Karussell hier auf der Terrasse und im Wohnzimmer. Martin, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich finde dieses Karussell ganz, ganz furchtbar. Das soll sofort hier verschwinden, aber schleunigst. Versuch's doch mal selber. Vielleicht gefällt's dir dann. Möchte ich überhaupt nicht. Das soll hier raus. Mein schönes Haus. Was habt ihr gemacht? Los, Mama, komm schon. Das wird richtig klasse. Oh, das ist ja voll das Babykarussell. Das wird so langsam. Los, schneller. Hey, habt ihr Eintritt bezahlt? Das ist mit Eintritt, das kostet. Hallo, ihr müsst meine Spardose einzahlen, das kostet. Claudia, beruhig dich doch. Also, ich hatte eigentlich bei dir angerufen. Eigentlich ist es deine Schuld, weißt du was? Es ist deine Schuld. Ich hatte bei dir angerufen und gefragt, wann ihr zu Hause seid. Und ihr seid einfach zu früh zu Hause. Wobei, nee, ich hab's einfach verpennt. Martin, ich möchte auch nicht, dass du sowas machst, wenn ich weg bin. Also, ach so, okay. Okay, beim nächsten Mal mache ich's nicht. Wie kommt man auf so eine Idee, ein Karussell hier zu bauen? Aber erst die ganzen Rutschen, geh doch mal drauf. Erst das Karussell. Schatz, geh doch mal drauf. Oh. Ach, na gut, vielleicht eine Runde. Vielleicht kann ich mich dann ein bisschen entspannen. Stefan, kannst du nicht meinen Zahn zulegen? Das ist ja echt total langsam. Ja, schneller, schneller. Und Mama, hast du Eintritt bezahlt? Nein, ich wohne hier. Oh, schneller, schneller. Und du, Onkel Stefan, beim nächsten Mal, da können wir ja eine Achterbahn hier durchs Haus bauen, oder? Oder, Mama? Kommt gar nicht in Frage.